Es ist 9 Uhr morgens in der Tiefgarage von Webedia und Jakob und ich haben heute was ganz Besonderes mit euch vor. Wir wollen nämlich unsere ehemalige Kollegin und Freundin Easy eine Freude machen. Ja, wir haben ein fettes Setup von NZXT und das bauen wir heute bei ihr auf. Und das Allergeilste, ihr könnt dieses Setup sogar gewinnen. Ihr müsst nur aufmerksam dieses Video schauen. Vielleicht werden an der einen oder anderen Stelle mal ein paar Buchstaben eingeblendet. Und wenn ihr die am Ende alle gesehen habt, dann seid ihr vielleicht der glückliche Gewinner oder die glückliche Gewinnerin. Los geht's. Ich bin gespannt. So, wir sind jetzt hier vor Easys Haustür. Es ist sehr kalt. Ist es, ja. Wir klingeln jetzt und hoffen, dass sie uns auch aufmacht. Das wäre gut. Das wäre richtig gut. Ich würde es bevorzugen. So. Oh, da bewegt sich was. Hallo. Hey. Hi, ne? Hey, Jules. Schön, dass du... Ja, komm, hey. Schön, dass du da bist, wollte ich gerade sagen. Ja, schön, dass du da bist. Komm mal rein. Ich bin die Easy, auch bekannt unter Pixie Shadows auf Twitch. Ich streame jetzt ungefähr seit 2 Jahren auf Twitch und angefangen hat es mit Western Games, also mit Red Dead Redemption 2. Und das ist auch so ein bisschen die Leidenschaft, die dahinter steckt, was Western betrifft. Für einen Streamer ist es natürlich sehr wichtig, ein gutes Setup zu haben, damit technisch auch alles funktioniert. Ich bin Technik-Noob, ich sag's wie es ist. Deswegen bin ich noch froher, dass Jakob hier heute alles anschließt. Und ja, bin sehr gespannt auf das Setup an sich und natürlich darauf auch, dass es optisch gut aussieht. Also, um dich kurz abzuholen. Wir haben ein komplettes Gaming-Setup dabei, das heißt PC, Bildschirm, Maus, Tastatur, aber auch Beleuchtung. Also wir können bei dir alles neu machen, komplett Tabula Rasa. Ich hoffe, du freust dich drauf. Ja, auf jeden Fall. Krass. Ja, dann gehen wir doch mal hoch, oder? Sehr gut, machen wir das, ja. Ja, also man sieht, du bist Streamerin. Wir werden das hier ja alles neu machen. Worauf freust du dich denn am meisten? Tatsächlich vielleicht auf den Bildschirm. Oh, wirklich? Ja, weil der ist 500 Jahre alt, der Bildschirm. Etwa? Etwa. So circa 500 Jahre alt. Und ich glaube, dass es dann schon ein Unterschied ist. Gerade bei einem Game wie Red Dead. Ich freue mich drauf, weil wir werden sicherlich auch einfangen, wie du das erste Mal an dem PC dann sitzen wirst, wie der Unterschied für dich ist, weil du bist es ja gewohnt, ne, wie es aussieht. Und wenn es dann plötzlich anders ist, ich glaube, das wird richtig cool. Ja. Ich würde jetzt vorschlagen, wir machen erst die Beleuchtung, schönen Hintergrund und alles, dann räumen wir alles ab, stellen ein neues Setup hin, machen das Kabelmanagement, dann sind wir auch schon fertig. Das ist schneller gesagt als getan, aber ich hoffe, es sieht am Ende richtig geil aus. Okay. Also schau, da haben wir die erste Beleuchtung, vielleicht kriegen wir die ja da rein. Ach nee, das passt jetzt so. Du, ich find's oben eh viel geiler. Ach, du meinst, dass wir ohne Kurven arbeiten? Genau, einfach an den Schrank dran quasi, dass wenn man mal umstellt. Ja, stimmt, da bist du flexibler, so wird natürlich richtig an der Wand hängen. Ne? Ja. Hier ja. So ein Streifen. Ja, das passt perfekt. Perfekt. Dann, Moment. So, nee, so. Zack. Ja, Wille. Ach, sehr schön. Geil. Dann halten wir es mal hin. Ja, das ist doch was. Ja, wie so bei Fast and the Furious Tokyo Drift. Und der Bodenbeleuchtung. Das Ding fährt jetzt viel schneller. So, super. Also das kann man auch schön machen, alles. Aber dann passt das, können wir das da reinkleben. Supi. So, Beleuchtung ist fertig soweit, zumindest für den Hintergrund. Wir haben es dezent gehalten, aber ich finde, es ist schick geworden. Du kannst es später auch noch selber einstellen. Aber jetzt kommt der geile Teil, und zwar der PC an sich mit seinem Bildschirm, Maus, Tastatur. Und das bauen wir jetzt auf und ich hoffe, das sieht gut aus. Okay, let's go. Als Ersatz für Easys alte Maus wurde das Modell Lift von NZXT ausgewählt. Sie ist 67 Gramm leicht und hat einen optischen Sensor mit einer Abtastrate von bis zu 16.000 dpi. Passend zur Maus ersetzen wir Ihre Tastatur durch die NZXT Function. Bei dieser mechanischen Tastatur können die Keycaps ausgewechselt und die RGB-Tasten konfiguriert werden. Das USB-C-Kabel ist außerdem abnehmbar. Ui, das ist schwer. Massives Ding.
Passt das? Ja. Magst du die Folie abziehen? Oh ja. Während die beiden hier hinter mir schon am Werkeln sind, nochmal der Reminder, ihr könnt das gesamte PC-Setup von NZXT, was wir hier gerade aufbauen, also diese Maus, diese Tastatur hier, den Rechner und den Monitor, das könnt ihr alles auch nochmal für euch zu Hause gewinnen. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist aufmerksam das Video schauen, denn hier werden immer mal wieder so ein paar Buchstaben eingeblendet und die ergeben am Ende ein Codewort. Deswegen müsst ihr aufmerksam zuschauen und am Ende gewinnt ihr vielleicht. Ich würde den beiden gerne helfen, aber ich habe hier meine ganz eigene Aufgabe. Aber ich bin sehr gespannt, wie das Ganze am Ende aussieht. Wir sind endlich fertig. Wir. Und mit wir meine ich euch. Aber zeigt doch mal, was ihr gemacht habt. Ja, viel Kabelmanagement. Also der Hauptteil war wirklich unten am Tisch alles schön entsprechend zu verkabeln und zu verstauen. Das war wirklich das Schwierigste, dass wir am Ende noch zwei Kabel haben, die vom Tisch runtergehen und der Rest ist alles kompakt mit drin. Ja, es geht butterweich hoch. Ne? Geil, du kannst im Stehen zocken. Mhm. Easy, ich hoffe, du hattest Spaß. Ja, also es hat richtig viel Spaß gemacht, das mit dir zusammenzubauen. Kommst du jetzt zu mir und machst das mit den Kabeln auch nochmal? Ja, klar. Ich habe heute nichts mehr vor. Weil das ist echt immer der größte Stress, das Kabelmanagement. Ja, du darfst nie irgendwas ändern da dran. Auf jeden Fall. Sieht schon wirklich sehr, sehr geil aus. Habt ihr sehr gut gemacht. Danke. Hätte ich auch gerne. Mach doch dann. Ja, ich mach mit beim Gewinnspiel. Genau. Das ist es also, das fertige NZXT Wide Setup für Easy. Hier hat sich einiges getan. Neben dem weißen NZXT Mousepad hat Easy auch noch einen neuen Monitor bekommen. Der Canvas 32Q Curved ist ein entspiegelter 32 Zoll Monitor mit QHD-Auflösung und VA-Panel sowie einer Bildwiederholungsrate von 165 Hertz. Mit der mitgelieferten NZXT Cam Software kann Easy ihr neues System außerdem vollständig nach ihren eigenen Wünschen konfigurieren. Neben dem allgemeinen Hardware-Monitoring ermöglicht die Software unter anderem das Feintuning der Kühlung, NZXT-Peripherie sowie der eingebauten RGB-Beleuchtung. Damit haben wir auch Easys Avatar auf den Kraken CPU-Kühler gepackt. Können wir ihn jetzt anmachen, bitte? Mach ihn an. Gott sei Dank, er läuft. Ja, wenn wir einen Stecker vergessen haben, weißt du, so schnell in der Eile kann das mal passieren. Jetzt musst du ja noch wissen, was wir dir hier Schönes mitgebracht haben. Also ich fange mit der Grafikkarte an. Wir haben hier eine RTX 4070 Ti im PNY-Design. Dann haben wir Intel Core 13700 KF, also 20 Rechenkerne Gaming Power, super für Streamen. 32 GB RAM, schön beleuchtet auch noch. Und das alles verbaut im NZXT H7 Flow für idealen Airflow. Und deine CPU wird natürlich von der NZXT Wasserkühlung gekühlt, mit dem entsprechenden Logo natürlich auf Wahnsinn. Dem Puppenkopf. Ich echt hoffe, Wahnsinn. Du hast Spaß damit und jetzt schmeiß mal ein Spiel an. Also wir reiten jetzt hier mal nach Saint-Denis rein, um uns das mal anzuschauen, was da der Unterschied ist. Also ich merke jetzt schon einen extremen Unterschied, muss ich sagen. Wenn ich mal so ein bisschen die Maus bewege, es ist unfassbar flüssig, sowas von scharf. Jetzt bin ich mal auf Saint-Denis gespannt. Boah, also diese ganzen Spiegelungen und alles, das hatte ich auch alles gar nicht. Habe ich alles gar nicht so wahrgenommen. Das ist, als ob man halt da wäre, ne? Als ob man im Game wäre. Das wünscht sich doch jeder Gamer. Das war unser kleines Experiment. Easy is happy, wir sind happy und jetzt wollen wir euch happy machen. Denn, wie gesagt, ihr könnt dieses PC-Gaming-Setup von NZXT mit PC, Monitor, Maus und Tastatur gewinnen. Dann kommen wir zwar nicht zu euch nach Hause und bauen euch das auf, aber ihr bekommt es geschickt und könnt es selber versuchen, nach Jakobs Anleitung aufzubauen. Ihr habt jetzt, wenn ihr aufmerksam zugeschaut habt, den Code in Einzelbuchstaben immer mal wieder im Video aufploppen sehen. Jetzt müsst ihr auf gamestar.de/nzxt-gewinnspiel gehen. Link ist auch nochmal in der Videobeschreibung. Den Code dort eingeben und dann seid ihr Teilnehmer in unserem Gewinnspiel und wir wünschen euch ganz viel Glück dabei. Und ja, wir werden sehen, ob wir demnächst nochmal ein ähnliches Video dieser Art machen. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euch das gefallen hat. Und wir sagen ganz viel Spaß an Easy und ganz viel Glück an euch beim Gewinnspiel. Danke an Jakob, danke an Easy und bis zum nächsten Mal.